Heute für euch 5 Katastrophen, die wir Menschen zu verantworten haben. Los geht's. Nummer 5. Wir schreiben das Jahr 1989. Am 24. März dieses Jahres befand sich die Exxon Valdez von Alaska auf dem Weg Richtung Süden. Der Öltanker, der zu diesem Zeitpunkt mit 163.000 Tonnen Rohöl beladen war, wurde geführt von Kapitän Joseph Hazelwood, einem Alkoholiker, der auch während der Fahrt stets betrunken war. Aufgrund der Unfähigkeit des Kapitäns steuerte das Schiff meist der Offizier Gregory Cousins. Da der Steuermann vermutlich übermüdet war, kam sie vom Kurs ab und das Schiff traf auf das Blythe Riff vor Südalaska. Bei dem Unfall liefen 37.000 Tonnen Öl aus und beschädigten das umgebende Ökosystem. Über 2.000 Kilometer Küste wurden dabei verseucht. Die unmittelbaren Folgen waren, dass hunderttausende Seevögel, Fische und andere dort lebende Tiere starben. Auch heute noch leiden viele dieser Tiere an den immer noch vorhandenen Ölresten. Machen wir weiter mit der Nummer 4. Eine weitere, noch größere Ölkatastrophe fand am 20. April 2010 statt. Wahrscheinlich können sich noch einige von euch daran erinnern. Auf der Bohrplattform Deepwater Horizon im Golf von Mexiko kam es zu einem sogenannten Blowout. Die Plattform geriet in Brand und versank 2 Tage später im Meer. Dabei wurden schätzungsweise 800 Millionen Liter an Erdöl freigesetzt. Es kam an diesem Tag zur größten Umweltkatastrophe dieser Art. Und die Nummer 3. Am 26. April 1986 plante der Leiter des Kernkraftwerks Tschernobyl, Anatoli Stepanowitsch, einen Stromausfall zu simulieren. An diesem Tag sollte es in Tschernobyl zu einem der katastrophalsten Nuklearunfälle in der Geschichte kommen. Während der Simulation vernachlässigten einige Mitarbeiter die Sicherheitsvorschriften, weshalb es in Block 4 des Kraftwerkes zu einer Explosion des Reaktors kam. Die radioaktive Explosion hatte dabei eine 400-mal so hohe Radioaktivität wie die Atombombe auf Hiroshima. Circa 600.000 Menschen wurden dieser Strahlung ausgesetzt und schätzungsweise 125.000 der Helfer sind heute schwer erkrankt. Und da sind wir auch schon bei der Nummer 2. Von 1825 bis 1925 war London die Stadt mit der größten Einwohnerzahl der Welt. Daher hatte London schon öfters mit Umweltverschmutzungen zu kämpfen. Doch 1952 nahm das Ganze in einer großen Smogkatastrophe besondere Ausmaße an. Aufgrund eines eisigen Winters begannen die Bewohner Londons sehr viel Kohle zu verbrennen, um ihr Haus warm zu halten. Die dabei entstandenen Abgase sammelten sich in der Luft, so dass eine riesige schwarze Smogwolke entstand. Viele Zehntausende Menschen bekamen Atemprobleme. Vom 5. bis zum 9. Dezember 1952 starben ganze 12.000 Leute an den Folgen. Und die Nummer 1. Das Unglück von Bhopal. Am 3. Dezember 1984 kam es im indischen Bhopal zu der bis dato schlimmsten Chemiekatastrophe der Welt. Ein indisches Chemiewerk stellte den Schädlingsbekämpfer Sivin her. Aufgrund der immer geringer werdenden Verkaufszahlen entschloss man sich, Sparmaßnahmen zu ergreifen, welche schreckliche Folgen haben sollten. In einem Tank mit Methylisocyanat drang Wasser ein, was zu einer chemischen Reaktion führte, bei der zwischen 25 und 40 Tonnen des giftigen Stoffes sowie andere Reaktionsprodukte in die Atmosphäre entwichen. Die Chemikalien sind stark ätzend, sodass schätzungsweise zwischen 3.500 und 25.000 Menschen an den unmittelbaren Folgen starben. Eine weitere 500.000 Menschen wurde von der ätzenden Wolke ebenfalls stark verletzt. Unter anderem wurden die Betroffenen blind oder hatten ein Nierenversagen. Jetzt könnt ihr euch noch 5 Verschwörungstheorien anschauen, die sich tatsächlich als wahr herausgestellt haben. Auch ein sehr interessantes Video. Einfach hier klicken. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.